Und dann passiert Folgendes: Das Ding geht auf die Klappe und da hinten. Da hinten steht das Moorhuhn und erst dann gibt es Punkte. Das Moorhuhn muss natürlich dann getroffen werden. Nein, das gibt es schon vorher. Ich finde es einfach so hoch innovativ. Also, sie sind jetzt nach vorne, weil man sieht es von 125 Meter wirklich nicht mehr. Oh, leck! Man hat das erlösende Plopp gehört. Sehr stark, sehr, sehr stark. Bravo. Wie schön das gemacht ist. Das ist echt unglaublich schön gemacht. Hier die kleinen Löwen, die haben alle auch ein eingezeichnetes Kiel. Da sieht man auch die Liebe zum Detail, was ich immer sage. Ne? Man, wie schön ist denn sowas? Einen Sonntagsausflug zu machen und dann wirklich in der Familie oder auch alleine in der Natur solche schöne Ziele zu schießen. Ich finde es einfach so schön. Die Natur ausgenutzt, hinten dran ein schöner Hügel als Backstop. Keine Pfeilverluste, einfach klasse, Menschenskind. Wir haben heute leider keinen Ausblick, wie schon gesagt, aber stellt euch einfach da hinten wirklich eine riesige Felsformation vor und einen unglaublich weiten Blick. Wunderschön. Da unten warten schon die Nächsten. Auf geht's. Und hier noch einer der Parcoursverantwortlichen, der Schorsch Georg. Sehr, sehr geile Jobs, was die hier abliefern, habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und der ist ja auch mitverantwortlich für das, was jetzt gerade geschossen wird von Ursula. Das ist ja unsere mittelfränkische Bogenschwein-Extrem-Chapter. Einfach Hammer-Typ. Also viel Spaß, braucht auch viel Humor, aber das haben die Gott sei Dank auch. So, Ursula, du triffst es. Niemand hat Druck. Also du hast jetzt überhaupt keinen Druck, wehe, du triffst nicht. Auf geht's. Das Kreuz, genau, das Kreuz gilt zu treffen. Ich zeig's euch gleich. Ursula, auf, ich will einmal die Form sehen. Los geht's. So ist es. Und dann passiert Folgendes: Das Ding geht auf die Klappe und da hinten. Da hinten steht das Moorhuhn und erst dann gibt es Punkte. Das Moorhuhn muss natürlich dann getroffen werden. Nein, das gibt es schon vorher. Ich finde es einfach so hoch innovativ. Das X-Treffen, dann klappt es um. Das ist jetzt ein bisschen gewollt, weil es hat ordentlich geregnet. Deswegen hat das Sven nochmal nachgeballert. Und dann geht es auf und dann geht es aufs Moorhuhn. Wie geil ist denn das? Also nochmal, alle Jungs und Mädels, hallo, no please. Schorsch, aller Respekt. Also das, was ihr hier abliefert, gebührt jedem Respekt. Und Sven hat natürlich auch abgeliefert, ist ja ganz klar. Da ist er. Sehr stark. Da ist schon die nächste Gruppe. Sandra, Sandra und eine besondere Ehre, die Buchholz. Der nächste Bogenschwert Extrem mit Parcours, sage ich jetzt mal. Bogenparcours Schwarzwald. Sehr, sehr geil. Die sind jetzt hier wirklich ein Riako. Und hier nochmal, hier ist die Sandra auch eine von den Personen, die mitverantwortlich ist, dass der Parcours hier wirklich genauso ist, wie er ist. Nämlich ein Erlebnis für jeden, der hierher kommt, finde ich einfach richtig genial. Also die Arbeit, die hier abgeliefert wird, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist einfach aller Ehren wert. Es ist wirklich ein Erlebnis für jeden, der hierher kommt. Und wenn der Blick noch dazu kommt, dann noch mehr. Aber was die hier leisten, auch gerade jetzt Sandra mit ihrem Partner Markus. Gnadenlos geil. Einfach super. Diese Danke. Löwengruppe, das ist schon Hammer. So, auf geht's. Jetzt wollen wir auch Leistung sehen hier. Nicht immer nur Honig. Wenn das jetzt die Sandra nicht die Sandra wäre, sondern Mike, hätte er jetzt gleich wieder gesagt, Hasenhirn. Zu mir. So, mit dem Schrubo. Sehr schön. Man sieht wirklich sehr, sehr schlecht heute. Jawohl, jawohl. Und dann nebenbei, ne, man sieht es halt leider immer noch nicht wirklich sehr gut. Man sieht es immer weniger. Ja. Wieder einer in diesem komischen T-Shirt. Die sind hier verteilt worden umsonst, ich sag's euch.
Nein, wir sind da wirklich sehr stolz drauf, als Gruppe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir auch so eine Unterstützung erfahren. Herzlichen, herzlichen Dank. Jawohl! Und dann nennen sie sich die Cracks. So, da sehen wir, ja, einfach ein schönes Ziel auch, ne? Paul, das weißt du doch, von wem sind die Tiere? Als du als Parcoursbesitzer, Betreiber, was eigentlich die Elke ist, aber ich schieb den Paul jetzt einfach mal vor. Da lacht sie, die Elke, die ist nämlich auch da, so, jetzt habe ich dich trotzdem. Also hier, die Gruppe hat geliefert, sehr gut. Also sie sind jetzt nach vorne, weil man sieht es von 125 Meter wirklich nicht mehr. Oh, leck! Man hat das erlösende Plopp gehört. Sehr stark, sehr, sehr stark. Und wir sind nach vorne gegangen und hier ist eine Zahl. 100 Meter, nein. Das ist der Hammer. Und das nächste Ziel, in den Wald rein. Markus. Und das wird natürlich nicht der Hirsch geschossen, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, verreck. Das ist wirklich sehr gut gestellt. Da ist unten der Hirsch, dann kommt ein Wolf. Was ist das nächste, Markus? Dann kommt eine Katze, eine Wildkatze und dann kommt eine Ente. Also die Riaco Stadtmusikanten nennen sie das. Weil es ist so gestellt am Hang entlang, dass sie alle hintereinander erscheinen. Sehr, sehr schöne Idee. Nice, muss ich echt sagen. Vielleicht können wir das morgen nochmal zeigen bei besserer Sicht. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen weiter weg dann bis zum Ziel, das wir uns treffen haben. Sehr gut abgeliefert. Das ist übrigens der Herr Gernböck. Habe ich auch schon gelobt. Das ist einer von dem Team, der hier dafür sorgt, dass der Parcours so ist, wie er ist. Nämlich ein Erlebnis. Und ich lobe die. Und wie sage ich immer, womit lobe ich die? Mit Recht, weil es einfach richtig geil ist. Stimmt es? Ja, stimmt. Die hatten jetzt keine Wahl, aber es stimmt tatsächlich. Auf geht's, ich will euch nicht weiter stören. Nicht stören lassen, ganz ruhig. Es wird immer ein Treffer. Jawohl! So, und jetzt passiert das, was halt passieren sollte, wenn man vernünftig ist. Die Sandra hat jetzt schon die Chefin angerufen, die Andrea. Und man sieht halt auch wirklich nichts mehr, auch keine Tiere. Und vor allen Dingen, man sieht auch keine Wege mehr. Also Sicht, sichere Sicht würde ich jetzt mal schätzen, so 30 Meter. Und maximal, sagt jetzt hier gerade auch die Gruppe. Und dann wird abgebrochen. So einfach ist es schon. Das geht natürlich nicht. Ne? Ich meine, selbst wenn man im Wald noch was sehen sollte, das ist nicht die Sicherheit gewährleistet. Und auch wenn wir Bogensport extrem heißen, also wir als Gruppe, das hat ja mit Riaco nicht viel zu tun, Sicherheit geht immer vor, das ist ganz klar. Das heißt, wir werden jetzt die Gruppen unterrichten, dass wir jetzt mal eine Pause machen. Und wenn es halt gar nicht besser wird, dass es halt leider, leider abgebrochen werden muss. Hier ist es die Zwangspause, wird uns hier natürlich auch ein bisschen lecker gemacht mit Würstchen. Und es kommen immer mehr Leute, weil wir sind das Zwangshaus. Wie hat Steve eben gerade gesagt, das Turnier hat es ja wirklich verdient. Ne? Denn dieses Attribut extrem, extremes Wetter, extrem scheiße Schießen und extrem viel Spaß haben. Und extrem viel Spaß. Also hier sind wirklich, jetzt kommen sie alle. Es geht nicht, also wir mussten jetzt halt auch wirklich eine Pause machen. Und es sehen auch alle ein, alles wunderbar. Passt schon, mal sehen, ob es weitergeht. Okay, tschüss. Und hier wird gerade mit der Chefin telefoniert. Ja. Und da sind auch mit die Parcoursverantwortlichen. Die übernehmen jetzt auch hier die Verantwortlichen. Wahrscheinlich den Abbruch, denke ich mir mal, ja, oder? Ja, offizieller Abbruch. So ist es. Ihr seht schon, hier hinten geht's raus. Da ist wirklich die Sicherheit definitiv nicht mehr gewährleistet. Und so leid es allen tut, genau. Morgen ist es schöner angesagt. Und deswegen werden wir aus Sicherheitsgründen hier die Verantwortlichen, die da, die werden das alles dann jetzt hier den Leuten auch verkünden. Werden abbrechen. Ich glaube, da hat auch niemand was dagegen heute. Definitiv nicht.